einen Schritt weiter, wie ist die Geburt des Menschen? Ja, das ist eigentlich, was uns jetzt betrifft. Wir kommen ja auf die Erde. Was teilt uns der Koran hierüber? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Und Gott hat euch aus dem Leib eurer Mütter hervorgebracht, während ihr nichts wusstet. Und er hat euch Gehör, Augenlicht und Herz gegeben, auf das ihr dankbar seid. Der Mensch ist zur Welt gekommen ohne jegliche Information. Ja? Nichts wusste. Er hat jedoch ein sehr besonderes Merkmal, und zwar die natürliche Veranlagung, auf Arabisch die Fitra. Was heißt das? Diese Fitra gibt es auch beim Tier. Wir kennen das, ja, ne? Ein Tier, ein Küken oder etwas ähnliches, ja, kommt zur Welt und ohne jegliche Information weiß er, was er zu essen hat, was er zu trinken hat. Er kennt automatisch, selbstständig den Weg in Diesseits oder ins Leben. Er weiß, wie er sich verteidigen kann. Aber diese natürliche Veranlagung, welches vielleicht ein Roboter ähnlich ist, begrenzt. Beim Menschen das Gegenteil. Im Beginn ein Säugling, er braucht intensive Betreuung. Er weint, wird krank, will getragen werden, will gefüttert werden und so weiter und so fort. Er hat jedoch etwas Besonderes. Und zwar, ohne dass ihm etwas, dass jemand ihm etwas beibringt, weiß er, dass 1 plus 1 sind, wie viel? 2. Eine größere Sache ist größer als eine kleinere. Eine große Sache kann in 2 Teilen geteilt werden. Das heißt, er hat, vielleicht ein Beispiel am PC, am Computer, gibt es sowas wie ein BIOS. Wenn er den PC hochfährt, der weiß automatisch, was eine Maus ist, was eine Tastatur, Grafikkarte, Prozessor und so weiter und so fort und wie die Informationsverarbeitung erfolgen soll. Und das hat der Mensch. Und damit kann er sich entwickeln, sogar besser als die Engel oder nein, erniedern, schlechter als die Tiere. Und der Koran teilt uns tatsächlich mit und sagt, Bismillahirrahmanirrahim, oder meinst du, dass die meisten von ihnen hören oder begreifen? Sie sind doch nur wie das Vieh, aber nein, sie irren noch weiter vom Weg ab. Das sind jene, die nur ihre Triebe folgen und nicht das Intellekt. Wir haben jetzt kurz wir mussten leider etwas schneller oder die letzten Punkte zusammenfassen. Der Unterschied also, warum die Fitra, natürliche Veranlagung beim Tier begrenzt ist, beim Menschen nicht. Der Mensch unterscheidet sich hauptsächlich vom Tier durch sein Intellekt. Und Imam Sadiq a.s. sagt, das Intellekt, al-Aql, ist das, womit der Allerbarmer gedient und die Gärten, das Paradies, erreicht werden. Und was sagt Imam Ali a.s. zu denjenigen, der seine Triebe folgt? Eine sehr besondere Überlieferung. Er sagt, wessen Besorgnis das ist, was in seinem Bauch reinkommt, ist dessen Wert das, was aus ihm ausgeht. Wir sollten Details darüber nachdenken. Ja? Und dieses Vergleich, dieser Unterschied haben wir am Tage von Karbala deutlich erkannt. Die Gegner von Yazid, la'natullah alayh, wussten, wer Imam Hussein a.s. ist. Der Sohn des Propheten, von Fatima a.s. Dass er mit dem Recht ist und das Recht mit ihm. Doch sie ließen ihre Triebe über ihr Intellekt herrschen. Und sie wollten Ruhm, Diesseits und so weiter und so fort haben. Und hier sollten wir genauer aufpassen, ja? Welche Richtung wir schlagen. Aber wir werden nochmal genauer darüber sprechen.